Wie sagt die Kanzlerin, Deutschland geht es gut und ich möchte, dass das so bleibt. Kommt halt drauf an, wie man Deutschland definiert. Schließlich sind die 500 reichsten Deutschen trotz oder dank Krise noch reicher geworden. Und wenn das kein Grund zu kollektivem deutschen Jubel ist, die Rollen im kapitalistischen Märchen, das wir freie Marktwirtschaft nennen, sind klar verteilt. Die einen leben den Traum, die anderen träumen vom Leben. Denn des einen Freud ist des anderen Leid. Oder wie der Vermögensberater sagen würde, das Geld ist gar nicht weg, es hat nur einen neuen Besitzer. Heute hat die Wanderschaft des Talers ein Ende, sobald er aus dem Geldbeutel des kleinen Mannes auf dem großen Haufen der oberen 10% angekommen ist. Und wenn Sie jetzt verzweifelt fragen, warum jene 10% Reichen mit allen Mitteln versuchen, noch reicher zu werden, nun, warum leckt der Hund sich die Eier? Weil er es kann. Und die reichen 10% können es. Weil die restlichen 90% ihnen nicht nur beim Reicherwerden zusehen, sondern sich dank Wachstum und Produktivität auch noch dafür krummlegen. Natürlich immer in der Hoffnung, eines Tages selbst zu den reichen 10% zu gehören. Und zwar alle. Im gut gehenden Deutschland sind 3 Millionen offiziell arbeitslos. Dazu kommen noch 1 Million ohne Arbeit, die permanent in Umschulungen und Fortbildungen sind. 1,4 Millionen nennen wir Aufstocker, weil sie dank ein paar Stunden Arbeit in der Woche nicht zu den Arbeitslosen zählen, aber trotzdem von Hartz IV leben dürfen. Dann sind da noch 6 Millionen, die Vollzeit arbeiten und auf nicht mehr als 845 Euro brutto im Monat kommen. Dafür aber sozialversicherungspflichtig, das heißt, sie kommen netto auf etwas weniger als Hartz IV. Nehmen Sie noch die Leiharbeiter hinzu, die für die Hälfte des Lohns arbeiten, der Ihnen eigentlich zustehen würde, dann kommen Sie auf etwa 13 Millionen Menschen, die gerade so eben zurechtkommen. Damit es Deutschland gut geht, können wir 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung leider keine Arbeit anbieten, die mehr als die nackte Existenz sichert. Tja, irgendwo muss das Geld der Reichen schließlich herkommen. Und woher nehmen, wenn nicht stehlen? Man könnte auch sagen, die Reichen leben mehr oder weniger von Hartz IV.